Es ist Samstag, der 15. August. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem neuen Tag, zum Auftakt des Wochenendes. Ich lese aus dem pantomimischen Psalm, wo man all das sieht. Ich sitze oder stehe, ich liege oder gehe. So weißt du es, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Psalm 139, 1 und 2. Der Psalmschreiber David hat sich mit der Allwissenheit, mit der Allgegenwart, mit der Allmacht Gottes in diesem Psalm frontal auseinandergesetzt. Es hat gemächlich angefangen, harmlos. Er sah sich in allen Positionen, was er immer auch macht, Gottes Auge sieht ihn, sitzend, stehend, liegend, gehend, was auch immer. Aber dann hört plötzlich die Gemütlichkeit auf. Gott sieht in sein Inneres, das Röntgenauge Gottes erkennt jeden Gedanken, jede Datei, die hier gespeichert ist, jeder Gedanke, der aufsteigt aus dem Herzen, der sich formuliert im Kopf. Gott ist alles vor Augen. Hier nun, genau an diesem Punkt, scheiden sich die Geister. Nicht alle Menschen halten diesen Blick Gottes stand. Das heißt dann sogar später bei Johannes, es gibt Menschen, die lieber nicht ins Licht wollten, denn sie hassten die Werke der Finsternis mehr als das Licht. Das heißt, sie wollten nicht aufgedeckt werden in ihrer inneren Finsternis. Das sollte nicht ans Tageslicht kommen. Andere, wie David, haben diesen Sprung geschafft, haben diese letzte Konfrontation ausgehalten, haben sich mit ihrem ganzen Innenleben vor Gott hingestellt und ließen sich durchleuchten. Nicht nur Gott kann die Gedanken der Menschen lesen, sogar im Tierreich gibt es dergleichen, zum Beispiel ein Krebs, der sich im Sand einzugraben pflegt, um sich zu schützen vor seinen Feinden. Dann aber gibt es den Feind, der ihn erkennt aufgrund der Gedankenströme, der kleinen, minimalsten elektronischen Ströme, die da fließen. Wenn er denkt, der Krebs, denkt natürlich krebsig, nicht so wie wir, aber dieser Tintenfisch gräbt ihn aus und verspeist ihn dann. Er hat ihn gefunden, weil er seinen Denkapparat ausfindig machte. Stellen Sie sich nun vor, Sie haben eine Handfeuerwaffe im Gepäck, Sie checken ein am Flughafen, Sie stellen in Ihren Koffer auf das Förderband, das geht dann langsam durch diesen Scanner, durch diese Erkenntnismaschine hindurch und Sie werden dieses Gerät hassen, denn es findet alles heraus über Ihre Absichten. Und genauso geht es den Menschen, die nicht wollen, dass man sieht, dass Gott sieht, was in ihren Herzen ist. Aber David hat es andersherum gemacht. Er wusste, Gott hat mich schon im Dunkeln erschaffen und alles Dunkle ist ohnehin Licht vor ihm. Das sind alles Aussagen aus demselben Psalm. Und dann sagt er, ja, das ist doch ein enormer Vorteil, wenn Gott alles erkennt. Aber inwiefern ist das ein Vorteil? Was für die einen also die größte Horrorvorstellung des Lebens ist, nämlich ein Gott, der ständig ihre Gedanken durchleuchtet, der alles durchschaut, der alles über sie weiß, wo es keine Geheimnisse mehr gibt, was ihnen absurd vorkommt, unerträglich, das ist für David zum größten Vorteil seines Lebens geworden, einfach weil er diesem allwissenden Gott standgehalten hat. Da hat er gesagt, wenn du mich schon siehst, das sagt er am Ende dieses Liedes, am Ende dieses Psalmes, wenn du schon alles weißt, prüfe doch meine Gedanken und sieh, ob ich auf schlechtem Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. Du merkst es als Erster, du merkst es sogar vor mir. Da kannst du mich darauf aufmerksam machen, damit ich nicht strauchle. Das ist der Vorteil derer, die den allwissenden Gott kennen und lieben. Ich wünsche euch ein gesegnetes Wochenende.